Hallo und seid mir ganz herzlich willkommen zurück zu Anna, ihr Lieben. Das ist meine zweite Aufnahmesession. Die Videos der Session 1 habe ich bereits verarbeitet und hochgeladen. Und bei der ganzen Geschichte ist mir eins aufgefallen. Ich habe euch noch gar nicht allzu viel über dieses Spiel erzählt. Das will ich jetzt einfach mal zu Beginn der zweiten Aufnahmesession nachholen. Und zwar, wie ihr schon gesehen habt, ist es eine Art Horror-Adventure. Und zwar spielen wir es in der Extended Version, die ist ca. 9 Monate nach Ersterscheinung der Urfassung nachgeschoben worden. Die Urfassung ist 2012 erschienen im Sommer und man hat ihr damals vorgeworfen, dass viele Puzzles ja unlogisch sind, dass der Faden der Geschichte nicht so wirklich rot ist. Und da hat der Entwickler dann nachgeputzt und entstanden ist dann eben diese Extended Version. Was es zu dem Spiel gehört, da ist schon wieder irgendwas. Was es zu diesem Spiel zu wissen gibt, ist Folgendes. Es gibt unterschiedliche... da ist die Puppe schon wieder. Es gibt unterschiedliche Enden. Je nachdem, wie man spielt, gibt es alternative Enden. Ich weiß nicht, wie die aussehen. Werden wir dann feststellen, was in dem Spiel auch passieren kann. Ich zeig's euch ganz kurz. Ist, dass man die geistige Gesundheit, die hier in dieser Verästelung gemessen wird, wenn man die... ja, ganz aufgebraucht hat, die geistige Gesundheit, dann, ja, hallo, dann wird man gewissermaßen aus diesem, ja, aus diesem Haus fliehen und kommt dann nicht wirklich ans Ende. Genau, das heißt, wir müssen also aufpassen, wie es hier um unsere geistige Gesundheit steht. Nach dem, was ich gelesen habe, soll das Programm, ich weiß aber nicht, ob es stimmt, messen, ob man bei, ja, bei Szenen, die erschrecken sollen, auch tatsächlich die Maus verreißt. Wenn es denn stimmt, habe ich sie wohl schon ein paar Mal verrissen. Ich weiß nicht, ob sonst irgendwelche Parameter dazu herangezogen werden, ob die geistige Gesundheit leidet oder nicht. Es gibt auch Ereignisse, bei denen die Gesundheit oder beziehungsweise die geistige Gesundheit wieder aufgefüllt wird. Auch da weiß ich nicht so recht, welche es sein sollen. Genau, so. Das also mal so zur Info. Ich hoffe nicht, dass das hier zeitgesteuert ist, weil ihr wisst ja, ich bin ein bisschen langsam. Okay. In der letzten Folge hatten wir wieder Bücher gefunden und ich denke, zuallererst sollten wir mal diese Dokumente wieder lesen. Wir hatten da die Rituale unserer Herrin gefunden und von Masken. Jetzt fangen wir mal mit den Ritualen unserer Herrin an. Okay, es wird diese komische Schrift, die ist wirklich nicht ganz einfach zu lesen, also tut mir leid, wenn ich stolpere. Angesichts des Wesens des Kultes, in der sich der Fleischlichkeit und der Glorifizierung des Lebens in all seinen zahlreichen Formen verschrieben hatte, erforderte die Hingabe zur großen Mutter für all die vielen und komplizierten Rituale die Verwendung von mindestens zwei Arten heiligen Blutes. Das erste, welches ich in einer früheren Abhandlung bereits im Detail erläutert hatte, ist das Blut des heiligen Baumes des Lebens. Das zweite, nicht minder wichtige oder heilige, ist das rote Blut der Göttin, welches durch ein einzigartiges Ritual für die folgenden größeren Rituale präpariert werden muss. Dieses Ritual stellt sich in zweifacher Hinsicht als esoterischer Natur dar, da dieses wertvolle Blut zum einen das Material für die großen Rituale des Kultes vorbereitet und seine korrekte Anwendung zum anderen im Zusammenhang mit den Studien der jungen männlichen Anhänger des Kultes steht, während die Vorbereitung der charakteristischen roten Kerze für die Rituale eine Aufgabe der jungen Frauen ist und von den Männern nicht erlernt werden kann. Wow, was ein Monstersatz. Also, okay, es geht um Blut. Und zwar einmal das Blut des großen Baumes und einmal das Blut der großen Mama oder der großen Mutter. Okay, und das Blut kann nur hergestellt werden von den Mädels? Eine rote Kerze, die nur von den Mädels hergestellt werden kann. Also müssen wir wahrscheinlich irgendwo eine rote Kerze finden, würde ich mal denken. Sei es drum, lesen wir mal weiter. Um aber auf unser eigentliches Thema zurückzukommen, erläutere ich nun den Prozess der Vorbereitung des roten Blutes der Göttin. Wie bereits erwähnt, ist das wichtigste Instrument für dieses Ritual eine blutrote Kerze, die auf ganz besondere Weise hergestellt wird. Wer das Ritual mit einer gewöhnlichen Kerze durchzuführen vorhat, muss von äußerst festem Glauben und starkem Willen sein, um das Fehlen dieses Instrumentes auszugleichen.
Sollte man das Glück haben, in einem Tempel eine blutrote Kerze von leuchtender und klarer Farbe zu finden, von einer Jungfrau dargeboten, die unter den Anhängern der Göttin aufwuchs, so würde dieses Instrument zusammen mit der korrekten Vorgehensweise die fehlerfreie Präparation des roten Blutes der Göttin ermöglichen. Das Verfahren, die Zeit und die für die Fertigung der zeremoniellen Kerzen benötigten Gebete liegen weiterhin im Dunkeln. Manche behaupten, ohne jedoch Beweise für diese Theorie zu haben, dass zu den Zutaten auch das erste Blut der für das Ritual zuständigen Jungfrauen gehöre. Aha, wo kriegt man denn jetzt eine Jungfrau her? Doch wohl nicht diese komische Strohpuppe, oder? Naja, gut. Nachdem es nicht möglich ist, dem geheimen Ritual zu folgen, lautet unser Rat, sich eine reine rote Kerze zu beschaffen. Diese Kerze muss von sauberen Händen in das in diesem Kodex wiedergegebene zeremonielle Symbol gestellt werden. Genau mittig. Sodann muss der Zeremonienmeister den Docht entzünden und betend warten, dass keine Tropfen geschmolzenen Wachses, das nun zum roten Blut der Göttin geworden ist, von der gereinigten Kerze herabtropfe. Okay, das heißt, wir müssen dieses Symbol hier finden, und wenn ich das so richtig sehe, da haben wir Jesus, Christus, Adonai, Noster Domine, das sind eigentlich alles Wörter für Gott, würde ich mal denken. Die anderen kenne ich nicht, aber Adonai weiß ich, das ist Jiddisch. Ich weiß gar nicht, ist Adonai das Wort für Gott, das man nicht aussprechen kann, oder war das Jahwe, was man nicht aussprechen darf? Naja, ist ja auch egal. Jedenfalls brauchen wir eine rote Kerze, und dann müssen wir irgendwie dieses Symbol hier finden. Soweit habe ich das mal mitgenommen. Weil einer Jungfrau werden wir hier, glaube ich, nicht begegnen, also außer du bist eine. Ja, jetzt ist sie wieder weg, okay. Gut, und dann wollen wir noch das nächste lesen. Da haben wir noch die Dokumente von Masken. Wir haben ja zwei Masken gefunden. Die da und die da. Genau. Und da wollen wir mal gucken, was zu diesen Masken steht. So. Und der Schüler der magischen Praktiken muss stets diese Annahme beachten. Die Augen liegen in einem Gesicht und sehen nicht allein auf Basis dessen, was ihnen begegnet, sondern auch auf Basis des Gesichtes, das ihnen Heimat bietet. Aha. Dies ermöglicht ihnen, sich den desselben Eindrucks auf unterschiedliche Weise bewusst zu werden. Wissen ist daher das Ereignis der Beobachtung äußerlicher Fakten und unserer inneren Welt. Ja, das würde ich mal so unterschreiben. Unsere Sinne fungieren wie die Maschinerie eines Theaters. Sie arbeiten hinter den Kulissen, um die Szenerie zu verändern. Aus diesem Grund kann eine Maske, die in Form und Beschaffenheit einem Gesicht nachempfunden ist, die Wahrnehmung ihres Trägers verändern. Wir erörtern daher nun die Fertigung dieser Masken. Ah ja, okay. Also, ich finde, da haben die recht, wenn man Masken aufhat, ist man irgendwie jemand anders, und manchmal sieht man auch anders. Ist tatsächlich so. Also, deswegen hat man ja so viel Spaß in der Verkleiderei. Ja, gut, okay. Machen wir mal da unten weiter. Und so ist bekannt, je näher ein Mensch dem Tode kommt, desto klarer erkennt er alles, was den Tod umgibt. Am Ende kann er sogar das geheime Band wahrnehmen, das zwischen dem vergossenen Blut und den Seelen derer, die ihn getötet haben, besteht. Okay. Dies ist das Geheimnis des Götzen des Assassinen. Das ist eine Maske, die wir haben. Ich weiß nicht, ob das die da oder die da ist. Keine Ahnung. Also, wir können das geheime Band wahrnehmen, das zwischen dem vergossenen Blut und den Seelen derer, die ihn getötet haben, besteht. Ouch. Okay. Gut. Er kann dieses geheime Band zwischen den Handlungen eines Menschen und dem mit diesen Handlungen verbundenen Fleisch und Blut sichtbar machen. Ein Band, das für gewöhnlich unsichtbar ist. Okay, das heißt, irgendwann werden wir wahrscheinlich mal diese Maske aufsetzen müssen. Und die Frage ist bloß wann. Gut. Und der mächtigste Götze mit der größten Enthüllungskraft ist, nachdem er ordnungsgemäß präpariert wurde, der Götze der Wahrheit. Auch den haben wir gefunden. Es gibt dem, der ihn in Händen hält, jedes geheime Bandpreis. Doch er bringt auch große Gefahr und unvorhersehbare Hindernisse. Denn seine Erleuchtung ist rein und ungefiltert. Es ist daher möglich, Dinge zu sehen, die das Verständnis oder die Belastbarkeit des Sehenden übersteigen, wie die dunkelste Seite jenes geheime Labyrinth aus verbrecherischen Begierden und Absichten, die tiefe in der Seele der Menschheit wurzeln. Okay, also mit der müssen wir wohl aufpassen, weil das wäre wohl so ein Ding, was auf die geistige Gesundheit geht. Okay.
Gleichzeitig aber verleiht diese Fähigkeit Zugang zu positiven Geheimnissen, zu heiligen und verborgenen Dingen, selbst zu Orten, die auf andere Art unerreichbar wären. Und daher lohnt es, die Mühen und Gefahren zu erörtern, welche für die Entdeckung und Verwendung des Götzen erforderlich sind. Okay, also dann nehmen wir das einfach mal so mit. Ich weiß zwar noch nicht, wo wir das Ding dann tatsächlich benutzen können, aber wir nehmen jetzt diese Info mal mit. So, wir sind schon das letzte Mal hier überall rumgestiefelt. Da sind dann auch diese Kerzen hier angegangen. Und was wir noch machen wollten in dieser Folge war, jetzt hier reingehen, wo wir das letzte Mal nicht hingegangen sind. Halt, ich hänge hier fest, dann gehen wir mal. So. Ich werde nicht in der Lage sein, dich noch mal zu retten. Nicht weiterhin. Aua, was heißt das jetzt? Okay. Oh, naja, okay. Wirklich fliehen? Ich habe das Gefühl, dass das Haus... Oh, da ist ein, das ist eine Ausgangstür. Nee, da will ich nicht rein. Ich will... Ach, Quatsch, nee. Ach, guck an, aber gut zu wissen, dass da ein Ausgang ist. Da könnte man schlimmstenfalls fliehen. Da liegen die Knochen. Die haben wir das letzte Mal schon gesehen. Dann ist diese Tür zu der Wohnstube, die ist da hinten. Genau, da, wo dieser kaputte Stuhl steht. Da linker Hand ist dieser komische Spiegel, von dem ich auch noch nicht weiß, was mit ihm zu tun ist. Jetzt gehen wir einfach mal in die Wohnzimmer. Ich kann jetzt nicht gehen. Irgendetwas wird passieren. Was? Irgendwas wird passieren. Und dann gucken wir mal. Ich höre nichts. Beziehungsweise höre was, aber sehe nichts. Wieso kann ich nicht gehen? Was wird passieren? Ich will jetzt da rein. Hallo? Na, also geht doch. Hm. Was war denn das jetzt? Also es hat sich so angehört, als würde irgendwie, ich weiß nicht... Oh, die haben wir schon gesehen, die Puppen. Was ist da drüben? Jetzt gucken wir uns hier erstmal um. Findet man da irgendwas? Da sind Schatten. Da ist nix. Jedes Mal, wenn man sich umdreht, hat man Angst, dass da wieder irgendeine komische Puppe steht. Verschlossener Kleiderschrank. Der Schrank ist mit Ketten verschlossen. Es gibt keinen Weg, wie ich ihn aufbekommen könnte. Nicht einmal mit einer Axt. Schade, das wäre nämlich meine Idee gewesen. So, und diese kleine Puppe ist der gigantische Kerzenhalter. Okay. Kaputte Tür. Gehen wir da mal rein. Komm, geh auf Tür. Alter Baba. Das war zum Beispiel bei dem Ursprungsspiel eine... Ja, oh, guck mal, da sind Hände. Achso, das sind da die Hände von dem Kerzenhalter. Oh mein Gott. Jolina. Was haben wir hier? Ein Becken. Asche. Asche. Ich werde einfach welche nehmen. Noch mehr? Na gut, dann nehmen wir einfach mal ein bisschen Asche mit. Vielleicht so 4, 5 oder so. Keine Ahnung, zu was ich die brauchen kann. Maske auf Holzkopf. Ist das diese dritte Maske, die da abgebildet war? Lasst uns mal ganz kurz gucken. Möchte ich wissen. Von Maske. Ja, die sieht fast so aus, oder? Okay. Maske aus Holzkopf. Festgeklebt. Die Kleiderpuppe scheint zu versuchen, sie sich loszureißen, aber vergeblich. Können wir die denn irgendwie da runterschlagen? Und noch mal diese Eisenstange. Komm. Tschuck. Nein. Maske auf Holzkopf. Was können wir noch nehmen? Die Axt? Axt, komm, ich schlag dich. Ah, yes, so. Axt. Nehmen wir mal die Maske. So, jetzt gucken wir uns die mal an. Maske auf Holzkopf. Festgeklebt. Das heißt, jetzt haben wir den Kopf auch dabei. Danke, 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 danke. Okay, also wir haben den Kopf da auch dabei. Wunderbar, schleppen wir also diesen Kopf mit. Garderobentür, Bett. Kerze, die können wir nicht mitnehmen. Kleiderbügel. Das war was mit dem Kleiderbügel. Ich habe ihn gebogen. Er sieht jetzt aus wie eine eiserne Schnur. Eine eiserne Schnur. Eine eiserne Schnur. Okay, er sieht aus wie eine eiserne Schnur. Was immer das uns sagen will. Da ist nichts. Sonst noch irgendwas? Was liegt da? Das war die Puppe. Werkzeug. Sieht aus wie das Werkzeug, das ich unten in der Werkstatt gefunden habe. Okay. Was machst du da? Das ist ein Blutfleck, oder? Ist das das heilige Blut? Oh. Selbst wenn es das heilige Blut ist, können wir es nicht mitnehmen. Okay.
Da noch irgendwas? Na komm, lauf doch. Ey, komm. Jolina, lauf. Ein Bett? Ein Bett aus Holz. Es wirkt nicht so alt wie der Rest des Hauses. Was liegt da? Von der Liebe und ihren Ritualen. Oh, das ist cool, das lesen wir nachher. Von der Liebe und ihren Ritualen. Das gefällt mir, okay. Da irgendwas? Nee. Können wir mit dir noch irgendwas machen? Das ist das Werkzeug wieder, was da gerade aufblitzt. Und ich glaube, hier sind wir durch. Gut, okay, dann gehen wir mal gucken. Da war ja noch eine andere Raum. Dann gehen wir mal in den. Das klingt nicht gut. Aha. Okay. Was tut sich denn da, um Himmels Willen? Habt ihr das auch gesehen? Da lag jemand oder etwas, ein Torso lag da. Dann hatten wir hier diese roten Fußtapper. Also meiner Meinung nach ist hier ja jemand erschlagen worden. So, meine Gesundheit ist offensichtlich, aber hat offensichtlich nicht gelitten. Okay, wir gehen einfach weiter. Hast du irgendwas für mich? Nee, auch nicht. Der gigantische Kerzenhalter, okay. Das ist auch eine Tür. Hallo? Schloss, 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 Schloss. Im Schlüsselloch steckt ein Schlüssel. Okay, wenn da ein Schlüssel steckt, können wir uns da irgendwie dran zu schaffen machen mit dem Kleiderbügel? Wahrscheinlich eher nicht, oder? Wenn ich das jetzt mache, verliere ich vielleicht den Schlüssel. Okay, aber ich finde, das ist eine gute Idee gewesen eigentlich. Kann man da irgendwas durchschieben? Tür? Nein. Was haben wir hier? Asche? Becken? Kann man irgendwas da durchschieben? Das Ahornblatt? Auch nicht. Wäre eine Idee gewesen. Mörser? Okay, also die Tür bleibt erstmal zu. Fällt da nichts ein. Also das Einzige, was mir einfiele, wäre da unten was durchzuschieben und dann den Schlüssel daraus zu machen, dass er runterfällt. Aber tja, okay. Gut, dann gehen wir hier mal. Eine Ahornblatt? Ich brauche kein weiteres, okay. Eine Wiege? Eine Wiege. Sie ist blutverschmiert. Nee, blutgetränkt. Ahornblatt, Ahornblatt. Was war das? Kinderhaube. Kinderhaube? Kinderhaube. Es sind Haare darin. Okay. Ah! Kinderhaare. Okay. Was war jetzt mit Kinderhaaren? So. Okay. Ich finde, das ist eine sehr verworrene Geschichte. Ach, guck mal. Da ist wieder unsere Dame. Die weibliche Kleiderpuppe. Was hat's denn mit dir auf sich? Sie scheint in dieser Form gewachsen zu sein, als wäre sie eine Pflanze. Du warst gerade eben nicht da, liebe Puppe, aber da jetzt kommt das wieder hier, genau. Heißt das jetzt, dass ich... Ja, da geht... Schau, schau. Da geht meine Gesundheit runter. Aber ich habe mich doch gar nicht erschreckt. Ach, das ist doch fies. Das ist doch echt fies. Okay. Ah, rote Kerze. Nehmen wir mit. Kann man mit der weißen was machen? Nee. Sonst noch was hier? Also wir gucken uns erstmal um. Jetzt ist die wieder weg. Augen. Das ist ja schon reichlich bizarre und skurrile Szenerie hier, echt. Okay. Was haben wir hier? Nix. Nix. Ein Brief. So, ich denke, diesen Brief lesen wir jetzt auch. Bist du hier? So, oh. Okay. Also dann lesen wir diesen Brief und ich denke, dann ist es auch genug für heute. Liebster Bruder, endlich. Der letzte Teil des Mysteriums, das mich die letzten Monate gepeinigt hat, wird bald gelöst sein. Und endlich werde ich sie wiedersehen können. Ich schreibe dir, weil ich erneut meine Freude mit dir teilen muss, wie wir immer jede Qual und jeden Sieg miteinander geteilt haben. Liebster Bruder, warum bist du nicht hier bei mir? Was hat uns so auseinandergetrieben? Ich erinnere mich noch, wie du willkommen geheißen hast
als ich ohne ein einziges Stück Holz, das ich für den Bau einer neuer Holzschuhe sammeln wollte, aus dem Wald wiederkehrte und dir berichtete, ich hätte die Liebe meines Lebens zwischen den Bäumen tanzen sehen. Du hast mich umarmt. Du hast mir auf die Schulter geklopft und versucht, mich in die Schenke zu schleifen. Doch du weißt, dass ich immer der Schüchterne von uns beiden war und ich ließ dich gemeinsam mit deinen Freunden für mich mittrinken, während ich von jenem Abend an nur noch daran zu denken vermochte, wie ich sie wiedersehen könnte. Dank der äußersten Empfindsamkeit, welche mich meinem eigenen nicht, Ich näher brachte, als ich es je zuvor gewesen war, erkannte ich, dass sie keine Frau aus Fleisch und Blut war, sondern ein magisches Geschöpf. Aus den wenigen Dokumenten, die ich damals besaß, und aus den antiken Büchern, die ich seitdem fand, konnte ich schließlich ihre wahre Identität in Erfahrung bringen. Dir war unbegreifbar, wie jemand so verliebt ist, sich in modrigen Büchern verlieren und den ganzen Tag in seiner Kammer einsperren konnte. Du wolltest, dass ich zu meiner Angebeteten laufe und sie entführe. Dank meiner Forschung habe ich einen anderen Weg gefunden, meine Herzensdame für mich zu gewinnen. Nicht Stärke und Kühnheit brauche ich, sondern Glauben. Ich entdeckte, dass meine wundervolle Nymphe eine Göttin war, die seit Jahrhunderten in diesem Tal verehrt wurde. Ich entdeckte, welcher Kult sich ihr gewidmet hatte. Ich fand die Masken, die in den Büchern als unabdinglich für das Ritual beschrieben waren, und endlich erfuhr ich auch, wo ihr Tempel verborgen lag. Geradewegs unter unseren Füßen. Oh ja, mein geliebter Bruder, meine Liebe für sie ist vom Schicksal bestimmt. Wie hätte es dir gelingen können, uns zu trennen? Und doch hast du es versucht, weil du mutig warst. Weil du dich für stark hieltest. Die Bücher, die ich las, machten dir Angst. Die Rituale, die ich vollzog, stießen dich ab. Und als ich dir schließlich die Identität meiner Geliebten offenbarte, sagtest du, ich sei verrückt. Es scherte mich nicht. Ich litt, weil ich deinen Respekt verloren hatte. Doch für sie opferte ich meinen Schmerz. Und als ich entdeckte, dass du meine Bücher gestohlen hattest, stellte ich dich zur Rede. Du schriest, dass du sie verbrannt hättest, um zumindest meine Seele zu retten, da mein Verstand bereits verloren war. Doch in diesem Augenblick schrie meine Seele in Schmerz und Zorn auf, weil du sie mir entrissen hattest, vielleicht für immer, und so? Es war, als würde mein Körper selbstständig handeln. Ich fürchtete deine Stärke nicht, und nicht ich war es, der dir den Leid zufügte. Die Liebe war es, die meine Hände führte. Wenn du mich von dort oben siehst und meinen Brief liest, wirst du verstehen, dass ich dich noch immer liebte. Selbst während ich auf dich einschlug. Du wirst verstehen, dass ich keine Wahl hatte. Nach Tagen der Verzweiflung entdeckte ich, dass du meine Bücher versteckt hattest und verschloss sie sicher in meinem Schlafgemach. Ich hätte wissen sollen, dass du es nicht gewagt hättest, sie zu verbrennen. Nun muss ich nur noch den Eingang zum Tempel finden. Doch mein Glaube ist so stark und so sanft ist dieser Schmerz, dass ich bereits jetzt triumphiere. Frohlocke mit mir, mein Bruder, frohlocke mit mir, denn mein Glaube und der deine sind wahr und meine Belohnung ist nah. Autsch! Ihr Lieben, da ist ein Brudermord beschrieben und jetzt habe ich hier offensichtlich wieder eine Erinnerung bekommen, genau diese Erinnerung hier. Schuhmacher und Mörder. Der Schuhmacher, besessen von seiner Suche nach Anna, hat seinen eigenen Bruder getötet. Genau, das ist das, was da gerade erzählt worden ist. Ich hätte es jetzt blumiger gesagt, aber naja, egal. So, dann ist hier offensichtlich... Ist denn das Blut? Das Blut von dem Schuhmacherbruder jetzt? Das hier überall ist? Und diese Wiege? Eine Wiege. Sie ist blutgetränkt. Wessen Blut ist das? Teppich? Aha. Falltür. Falltür? Aber da geht's nicht rein. Was ist das für ein Zeichen? Ist das Zeichen, wo wir die rote Kerze reinstellen müssen? Wir probieren es mal kurz, aber ich glaube nicht, das sah deutlich anders aus. Nein, okay. Upsa. Da ist eine Tür. Da schon wieder diese komischen. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Ist das dieser Mord hier? So, okay. Feuer? Ich habe früher Stunden vor einem Kamin verbracht. Aber an diesem unheimlichen Ort sind solche romantischen Erinnerungen fehl am Platz. Ja, das sehe ich auch so. Naja, gut, okay. Dann noch was. Kaminschaufel. Gut. Nehmen wir die mit. Dann war hier noch eine Tür. Die gucken wir uns auch noch an. Tür.
Verschlossen. Das muss der Weg nach draußen sein, vielleicht an der Rückseite des Hauses. Okay, ihr Lieben. Ich denke, dass wir das dabei belassen und wir lesen vielleicht das Buch, das wir gefunden haben, das nächste Mal. Da geht's dann ja um die Liebe. Das finde ich immer sehr lesenswert. Aber jetzt sage ich euch Tschüss, habt einen schönen Tag, einen schönen Abend und auch ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao.